Hallo, mein Name ist Jürgen Felger für WIM, Freiheit für Wirtschaft, Information und Meinung. Es geht um die Rauskampagne wieder und heute um das Auswärtige Amt. Denn ja, das Nazis raus, das bezieht sich ja in irgendeiner Weise auf das Ausland. Ganz offensichtlich, denn ich habe das ja auch nachgefragt und recherchiert, bezieht sich auf ein Ausruf, eine Ausländer raus, also zurück in deren Heimatland. Also insofern bezieht sich das aufs Ausland. Ja. Und was liegt dann näher, als mal im Auswärtigen Amt nachzufragen? Ich habe jetzt keine Antwort erwartet. Ich habe zwar drüber geschrieben, ja, Presseanfrage, aber wie das in deutschen Ministerien üblich ist, da gibt es auch eine Journalistin, die das hat das schön formuliert, in deutschen Ministerien, von dort bekommt man keine Antwort. Als Bürger, als Journalist auch nicht, man bekommt keine Antwort. Es ist übrigens, wie beschrieben wurde, in anderen Ländern anders. Interessant, ja. Also an was ich mich auch alles schon gewöhnt habe hier, muss man sich auch immer mal wieder selber prüfen, was man schon für selbstverständlich hält, wie herabwürdigend man vom Staat schon gewohnt ist, behandelt zu werden. Nur mal so am Rande. So, ich habe jetzt also das Auswärtige Amt gefragt und leider keine Antwort erhalten. Deshalb mache ich es einfach so. Ich mache da jetzt einen offenen Brief draus und vielleicht bekomme ich ja eine Antwort dann auf irgendeine Weise. Probieren wir es mal. Okay, ich lese es mal vor. Also eine Presseanfrage an das Auswärtige Amt. Ja? Und Presseanfrage zur Rauskampagne. Punkt raus. Wohin raus? Sehr geehrte Damen und Herren, da Herr Außenminister Heiko Maas die von ihm mit angestoßene Rauskampagne Nazis raus weder erstens näher spezifiziert noch zweitens auf rechtsstaatliche Mittel Bezug nimmt, möchte ich Sie um genauere Angaben bitten, wie und wohin raus es für die Personen nach Vorstellungen des Außenministeriums gehen soll, beziehungsweise die das Ministerium bzw. die Bundesregierung im Blick hat. Es geht mir zunächst ausdrücklich nicht um die Art des Personenkreises, den Sie meinen. Ich möchte wissen, wohin Sie den wie auch immer geachteten Personenkreis verbringen wollen. Erstens, verstehe ich es richtig, dass Sie Ihre Rauskampagne möglicherweise in Anlehnung an die Rauskampagne aus den 80er Jahren forcieren, als es Politiker gab, die Ausländer in ihr jeweiliges Heimatland, also ins Ausland, zurückschicken wollten? Zweitens, ist mit der heutigen Rauskampagne ebenfalls wieder eine Verbringung ins Ausland angedacht? Drittens, angenommen, der immer wieder angedeutete Personenkreis, den die Partei des Außenministers als Anführungsstriche Nazis bezeichnet, würde sich nicht freiwillig aus Deutschland entfernen. Sehen Sie hierfür auch Zwangsmaßnahmen vor? Drittens, hat das Außenministerium in seinem Zuständigkeitsbereich für internationale Fragen bereits Zielländer ausgemacht? Viertens, welche gesetzlichen Grundlagen sehen Sie für die Umsetzung der Rauskampagne des Außenministeriums und der Regierungsparteien gegeben? Und welche gesetzlichen Grundlagen wollen Sie hierfür noch schaffen, beziehungsweise für die Umsetzung? Fünftens, falls es sich doch nicht um die Vorstellung einer Unterbringung im Ausland handeln sollte, meinen Sie dann den Aufbau politischer Gefängnisse oder möglicherweise eine Konzentration in Lagern? Mit freundlichen Grüßen und so weiter. Ja, vielleicht kommt ja noch eine Antwort. Schauen wir mal. Ich gehe nicht davon aus. Gut, das war etwas frech formuliert, aber
wenn man mit solchen Dingen solche Dinge raushaut, dann muss man es doch auch mal erklären, was man damit meint. Ja, also der Außenminister ist wohlgemerkt der höchste Diplomat in Deutschland. Der höchste Diplomat. Also, wenn ich mir das so recht überlege, man sagt ja so umgangssprachlich, sich diplomatisch äußern. Passt irgendwie nicht ganz zusammen. Aber gut. Wie gesagt, er hat ja jetzt Gelegenheit, sich zu äußern. Vielleicht sieht er ja auch die Botschaft hier, also quasi meine Mitteilung, und dann kann sich auch irgendjemand dann äußern vom Außenministerium, wie denn das gemeint ist, ja, insbesondere wenn man natürlich den Fokus auf die auswärtigen Angelegenheiten hat und was das alles bedeutet da mit dieser Rauskampagne. Erstmal soweit. Danke.